Manchester Christ, Am I Losing You? Here we go. Thank you.
bist gewohnt, ja, wenn man die Jahrzehnte zurück denkt, vor tausenden von Leuten zu spielen. Denk mal nur kurz die Fokuszeit, wo du getragen wurdest auf einer Welle. Über das, ist nicht, das ist noch nicht das Wichtigste. Das Millionär spielen, das ist mir bewusst. Total. Aber ich habe auch keinen Promoter in Deutschland, das soll ich dazu sagen. Und der einzige Promoter, die sehr groß hier ist, ist Fritz Rau, kennst du? Ja, kenn ich. Und der hat gesagt, Jan, du kannst nur nach Deutschland kommen, wenn mit Focus, sonst nicht. Oh, gibt keine Chance mit deinem... Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann ist das das Letzte, was ich gesagt habe. Und ich bin in das alte Friteur für mich gesprungen und ich bin nach Hause gefahren und bin da geblieben. Und das ist mal 86. Ich habe viel Deutschland-Tournee gemacht mit dir, viel gespielt. Und das war bequem, gemütlich, aber das wollte ich nicht mein ganzes Leben machen, so konstant das. Man soll auch etwas einen Punkt machen, toch? So wie heute Abend. Ja, ist noch weiß auch so in den 80er Jahren hast du tolle Solo-Projekte gemacht mit akustischer Gitarre. Genau, und in meinem Fall passe ich auch nicht so gut in die Rockfabrik. Dann soll man Konsistenz, konstant das Gleiche machen. Na, als das ein Ding ist, was ich verdamme, das ist immer das Gleiche spielen. Ich wollte meine Roots niemals verleugnen, aber ich wollte die Freiheit haben zu spielen, wie ich mich fühle. Und nicht jeden morgens um 6 aufstehen oder um 8 und dann wissen, welche Not und Ton man spielt um 11 Uhr abends. Das mache ich nicht. Unter das Motto progressiv, so wie die Rolling Stones. Nichts verkehrt damit. Ich respektiere das. Das ist wie eine Arbeitermentalität. Den ganzen Tag am laufenden Band und genau dasselbe machen. Verstehst du? Ja. Das ist beyond the budget. Thank you.
Thank you.
spielen Standardstücke, ja. 20, 30, macht nicht aus. Aber diese sind das, die besten Spielstücke für einen Instrumentalist. Und es ist still noch immer rockig, Blues und es ist auch Jazz. Ja. Alles ist drin für mich. Dabei, sicher. Und das ist eine andere Welle dann Jazz, Rock oder nur das oder nur das oder nur das. Das wollte ich nicht. Also ich muss dir sagen, von der Musik, die du hier hinterlassen hast, die Intention, hoffe ich für uns und für uns alle, dass es in Deutschland viel öfter passiert. Und das werde ich hier regelmäßig erleben, weil ich weiß, mit welcher großen Intention du dabei bist und wie viel Liebe du reinsteckst, das weiß ich. Es ist doch auch schön, wenn die Leute so, wie heißt das, respondieren. Ja, Response. Das ist genau, wofür ich das mache. Und warum das nicht geht ohne Fernsehen oder weiß ich viel was, da habe ich auch keine Ahnung, warum das so ist. Verstehst du, was ich versuche zu sagen? Ja, das ist schwierig. Also, ist auch eine Wärme in der Ausstrahlung der Musik. Das hat auch mit dir und mit der Musik auseinandersetzt. Du, zu tun. Es ist sehr, sehr persönlich. Es ist klasse, weil es ist sehr, sehr persönlich. Ist sehr persönlich, und immer. Das ist dafür erstmal hastig bedankt. Na, danke. Und das Beste für die Zukunft. Ja, jo. So, meine Herren, Sie sind fertig.
Zo, dus de band Wilbrand Meiske uit Holland. On the board keys, Jeroen Rietbergen. Mens, voel ik me scheisse met zo'n ding.
Am Schlagzeug Thomas Gottschalk. Na, Ton Dijkman. Mijn naam is Hazen, dank u. Thank you.